Hallo und herzlich willkommen in Back to Wall. Ich bin immer noch im Gefängnis, mit Sicherheit jetzt auch schon kurz vom Kontrollraum, hoffe ich einfach mal. Und suche jetzt gerade einen Weg, um jetzt in den Kontrollraum auf jeden Fall reinzukommen. Ich habe jetzt noch keinen Plan, bezüglich wie ich jetzt reinkommen soll, um da jetzt auch gerade auch rüberzukommen. I don't know, so ungefähr. Gerade mal schauen. Auf jeden Fall müsste es ja recht einfach sein, da irgendwie reinzukommen, oder nicht? Ja gut, hier rüber geht es irgendwie nicht. Ich kann mir irgendwie ein bisschen verschieben, das bringt aber auch nicht so wirklich was. Ich muss hier auf jeden Fall rüber. Ja. Kennt ihr schon den Mann im Mond? Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie rüber. Hier muss ich irgendwie hin. Was ist das denn hier? Oh, ich kann Baum kratzen, geil. So Bock jetzt am Baum zu kratzen gerade. Ah, ja. Ja, schön Milchtritt am Baum kratzen. Ah, ist das geil. So, okay, gut. Lass mir das. Ein bisschen Baumkratzen auf jeden Fall auch okay. Also ich muss auf jeden Fall hier über diese ganzen Zäune irgendwie rüber. Und ich denke mal, das ist am ehesten. Ich habe das Auto drauf springen? Nee, natürlich nicht. So, was kann ich hier machen? Oder ein Schlüssel, geil. Der ist so ein Schlüssel, nimm den Schlüssel. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel stecken lassen. Ja, also sehr gut. Spring auf den Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun klettern zu können. Ja, das machen wir noch. Aber er sie darf erstmal Auto fahren. So, hopp. Es geht los. Zack und hoch. Au. Geil, wir konnten Auto fahren. Auto fahren! Auto, Auto, Auto fahren. Hier ist rot aus, das wird hier jetzt schon mal nicht weiter. Ich glaube, ich kann einfach hier. Ich laufe hier aber mal stumpf weiter und werde aber gar nicht so viel mit dem ganzen Ding jetzt angucken. Hier sind ja auch nichts mehr. Ist auch nichts mehr drin. Ist auch langweilig. Kontrollraum. Das war's auch schon. Hops. Die Tür geht auf. Oh fuck. Lauf, kleine Mieze, lauf. Spring, 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 spring runter. Lauf ihm hinterher. Lauf ihm einfach nur hinterher. So schnell es irgendwie geht. Komm, hopp, hopp. Zack, okay. Wir haben's, wir haben's. Wir sind draußen auf jeden Fall. Und ich denke mal auf jeden Fall, dass wir draußen sind. Auf geht's, gib Vollgas auf jeden Fall. Gib Stimmung, Stimmung. Raus aus dem Gefängnis. Oha. Ist er erstmal rumgeballert. Jetzt wird die erstmal rumgeballert. Yeah, und schön gedriftet und so weiter. Yeah. Geil, geil, geil. Juhu, noch ein bisschen Action auf jeden Fall. Ganze Katze, rein da, rein da, rein da. Ey! Warum sperrst du mich hier ein? Wir werden es auf keinen Fall alles schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Okay. Ich kann sie über eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Okay. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Wow. Wow. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Okay. Ein neuer Gegenstand, U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt, ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher. Keine Außenwelt da. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Heiz da weiter, oder heiz sie auf jeden Fall weiter. Sehr schön, dann, ja. Dann gehen wir weiter. Ich hab zwar keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen, aber okay. Wo muss ich hier denn jetzt überhaupt hin? Kann ich jetzt überhaupt irgendwo hin? Hallo.
Hallo? Ah, schön, dass ich Nachrichten kriege. Kennt ihr schon den Mann? Na gut, was haben wir denn? Musik, die nicht angeht. Okay, hervorragend. Warum schmeißt du mich denn hier raus, wenn ich hier nichts machen kann? Wenn ich hier nirgendwo durchkomme, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass ich mich hier rausschmeiße. Okay, Wasser unten, geil. Hopp. Hier irgendwo links? Da. Da haben wir es doch. Wieder rüber. Hallo. Ach, hier kann ich durch. Okay, alles gut. Hier war ein Weg, wo ich durch konnte. Alles gut. Hier komme ich auf jeden Fall durch. Zack, okay. Hier komme ich zur U-Bahn. Zur U-Bahn. Zack. Die hat keinen Saft, ne? Ja. Macht so viel mehr Sinn gerade. Handy! Okay, die U-Bahn geht jetzt gerade noch nicht. Irgendwie muss sie hier auf jeden Fall erstmal Saft kriegen, so, dass man hier irgendwie halt, ja, mehr Saft bekommt, damit sie auf jeden Fall weitergeht. Ja. Keine Ahnung, wo es jetzt längs geht, aber wir gehen ja einfach mal weiter. Hier, oh, hier oben ist ein Loch. Ich da so rein? Ja, natürlich nicht. Komme ich hier so rein? Ich auch nicht. Ich würde da gerne so rein. Funktioniert so nicht. Hier muss irgendwie, muss ich auch weiterkommen. Überlegen, 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 überlegen. Ich irgendwo raufspringen? Irgendwann Tür so, wo ich weiter konnte. Ah, hier. Gegenstand. Batterie. Jetzt ist drin. Jetzt geht's ab. Bumm. Nico, yeah. Jetzt wird hochgefahren, die Sau. Jetzt geht's ab auf jeden Fall. Oh, jetzt kann ich gleich Bahn fahren. Jetzt wird gleich Bahn gefahren. Testfahrt! Geile Sache. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt, auf jeden Fall. Hat immer ein bisschen gebraucht, aber ich brauche sowieso manchmal ein bisschen länger. Mein Handy bin mir hier gerade ein bisschen freundlich vor sich hin. Auch sehr schön. So, ab in die Bahn auf jeden Fall. Testfahrt! So, hier rauf. Gegenstand benutzen. Bam. Oh, ein Gegenstand. Okay. Bahn fahren. Testfahrt. 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 Yeah, ich kann Testfahrt machen. Testfahrt. Auf geht's zur Testfahrt. Sehr schön. Testfahrt. Oh, Testfahrt. Oh, Testfahrt. Oh, Testfahrt. Testfahrt. Es gibt eine Testfahrt, 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 Testfahrt. Na, 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 na. Okay, jetzt sieht ihr gar nichts. Jetzt fährt die Bahn gerade. Oha, Kontrollraum. Der Kontrollraum. Gefängnisausbruch. Also auf jeden Fall, glaube ich, jetzt Teil 2 ist mit Kontrollraum. Kontrollraum ist immer das letzte Kapitel. Also ich könnte das vielleicht sogar schaffen, eins durchzuspielen. Ich weiß es aber nicht so. Bin jetzt im Kontrollraum einfach mal angelangt und sowas oder was. Ja, hallo Handy, schön, dass du dich wieder meldest. Ich will weiterfahren, Junge. Ich will weiterfahren. Ich wollte auch weiterfahren, ich will wieder raus. Ich muss jetzt zu meinen ganzen Freunden. Meinen ganzen haarigen Kollegen, was machst du denn hier? Hallo. Treffen, was erzählst du mir schön? Hallo, wie kann ich dir helfen? Ja. Anscheinend ja gar nicht, anscheinend so, ne? Du machst ja nichts. Kommst einfach, oh cool. Ich stehe einfach und die Bahn kommt. Die Bahn kommt.
Rolltreppen-Action, yeah, boom. Ja, hier geht's auch weiter. Hier, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich wirklich mit denen unterhalten kann. Und so tun haben wir. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig. Noch frische Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Also nett. Ja, aber ich habe jetzt auch B12 wieder. Ich habe B12. Okay, hier geht's auf jeden Fall auch nochmal wieder weiter. Hier geht's auch nochmal wieder weiter. City. Ich kann auch was. Hier geht's auf jeden Fall auch nochmal wieder weiter. Yay. Kann man irgendwie weitergehen? Kontrollraum. Da kommen wir aber nicht rein. So. Ist jetzt so einfach, mal in den Kontrollraum zu kommen, oder was? Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Er sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung. Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Nochmal das Ganze. Das würde erstmal ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Inspiration. Scheiße, komm, spring doch jetzt darauf. Zack. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja. Okay, bam, wir haben auf. Haha. Super gutes Team hier auf jeden Fall. Super gutes Team. So. Wo müssen wir hier längs? Kommen wir hier durch? Oh, kommen auch durch. Geil. Kontrollraum, es geht weiter auf jeden Fall. Wo ist hier der scheiß Ingenieur? Handy! Warum? Was ist denn heute los? Warum schreibt mich schon wieder? Also, okay. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alle kontrolliert. Und er ist leer. Der Kontrollraum ist einfach leer. Ich weiß doch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles sauber. Lebensraum grenzenlos gemacht. Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genutzt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Erinnert sich. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Ja. Aber dir kann immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Ja, so schön. Ja. Das war's, oder was? Hier ist einfach ein krasser Kontrollraum. Und hier gibt's aber nichts, oder was? Nur den Ingenieur fragen, oder was? Den Ingenieur. Alter, was ist mit meinem Handy jetzt los? Schreibt mich doch nicht alle an, wenn ich hier gerade am Zocken bin. Ja, hier waren mal ganz viele Blätter. Okay. Ja, wunderbar. Hab ich mir auch noch hoch. Wieder hoch. Ach, ich hab. Manchmal hier auch ein bisschen eine Krise hier, ne? Jetzt kann ich die Stadt sehen, oder was? Ja, hervorragend. Schön. Da ist die Stadt. Alles eingemauert im Scheißteil und ich bin irgendwo runtergefallen als Miezekatze. Miezekatze. Irgendwas sagen, hallo, ihr Idioten. Nicht Idioten. Ach ja, okay, gut. Kann man die Mauern jetzt fallen lassen? Inspiration. Da ist er, der Hauptcomputer. Bing, 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 wir schauen jetzt einfach an. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Okay. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangener Zeit. Wenn wir ihn deaktivieren sollten, sollten wir die Stadt verlassen können. Dann sollte jeder die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieses Systems online bringen. Okay.
Dieser Computer beinhaltet die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselte Codes, um in das System zu gelangen. Okay. Okay, Control Room und Terminal anmachen. Ja. So, Katze muss da rauf. Zack. Aufgehen. Nein. Dann hier rüber. Nein. Schön. Und jetzt hier auch gleich nochmal hin und das Teil auch nochmal an. Sehr schön. Okay, ja. Ist so einfach manchmal. So, dann machen wir hier mal alles an. So, dann gehen wir hier mal kurz vorsichtig wieder rüber. Zu sehr hier irgendwie rein, hier wieder rein. So. Hier an und hier an. Zack. Hervorragend. Yeah, Kontrollraum ist an. Das hat geklappt, gut gemacht, mein Freund. Ja. Ich hab's gefunden. Jetzt geht's los. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Geile Sache. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Blum. Oh. Sicherheitslock. Nee. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Ja. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir was tun, das wir am besten können. Ich hacke mich in den Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Also gut. Hier. Ah, jetzt müssen wir noch machen. Ja. Jetzt macht es Sinn. Oh ja. Bam, kaputt. Bam, 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 so. Wo sollst du dich jetzt reinhängen? Ich habe kaputt gemacht. Wir müssen noch mehr kaputt machen, ne? Ah, hier muss ich auch noch kaputt machen, okay. Das macht Sinn. Und kaputt machen. Ja, kaputt machen. Ich will kaputt machen. Geil. Sehr schön. Dann müssen wir das hier hinten. 1, 2, 3. Hier muss auch hier auch. Der war safe. Okay, der ist auf jeden Fall. Oh, und den können wir schon mal. Jetzt geht es. Au. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Okay. Oh nein. Wir müssen weitermachen. Okay. Wir haben ja hier. Ach, hier müssen wir auch noch weitermachen. Hier habe ich ihn auch schon fertig gemacht. Okay. Let's go. Bam. Ah. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Okay. Ach man, das kommt schon komplett halbwegs am abkacken. I don't know, was ich jetzt gerade machen soll. Oh. Ups. Hier oben, ja, jetzt haben wir ihn doch.
Und ab geht's. Wird Power gemacht. Bam. So, zack. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Es explodiert da bestimmt halb. Bumm. Au. Oh nein. Ah, ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Es wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Okay. Nehmen wir mit. Lalalalalalalala. Hopp. Und fallen lassen. Der muss doch hier irgendwo... fallen lassen. Okay. Ja, der kleine Körper ist schon ein bisschen im Arsch, glaube ich. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Geile Sache. Wir haben es geschafft. Dazu, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, gut, dann mach doch mal. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun zu deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn das System außer Kraft setzen, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer eingeklinkt hatte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ja, ich habe die auch schon gesehen. Ist gut. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich mit dir das abnehmen. Oh, achso, das ist abgenommen. Das war's, mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Oh. Ich danke dir. Oh, jetzt geht er kaputt. Nicht B12, nicht B12. Och Mann. Ein trauriger Moment. B12 ist putt. Mau. B12. Das ist jetzt gerade ein trauriger Moment. B12 war echt schon eine coole Sau auf jeden Fall. Ach Mann. Da ist er nicht mehr da. Zählen wir eine Runde ab mit B12 oder was? Was passiert jetzt? Scheißegal. Ach komm, soll raus? Nein, scheißegal. Jetzt wird er. Please wait. Jetzt geht alles nach. Oh, jetzt geht alles los. Jetzt geht's. Jetzt wird's bewegt. Jetzt geht auf jeden Fall was los. Oh, jetzt kommt Sonnenlicht rein. Geil. Das war's auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das Spiel, denke ich mal, Stray. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Ja, die Zergs kriegen jetzt auch alle Sonnenlicht. Das wird abkönnen, man weiß es nicht. Wenn sie zerplatzen, dann. Bom, 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 bom. Gut, Sonnenlicht ist bestimmt dann nicht so ganz das, was ihr unbedingt haben wollt. Ja, Regenbogengesicht. Und alle anderen auch. Momo gerade eben auch und so weiter. Jetzt sehen sie alle Sonnenlicht wieder. Da ist es. Sonnenlicht ist wieder da. Ihr könnt es wieder sehen. Clementine. Oh, ja. Bei Sonnenlicht gehen sie alle aus. Scheiße, was ist los? Achso, das System auseinander links gemacht wird. Ja, das war's. Ihr seid jetzt alle wieder in der Außenwelt. Die Gefahr ist vorbei. Ihr seid alle wieder frei. Hm. Yay. Ja, was kann ich jetzt machen? Hallo? Karte. Kann ich den mitnehmen? Ich kann mich auch einfach nur neben ihm hinlegen, okay. Ja gut, dann nicht mehr. Halt, zack, hoch. Ja geil, die Stadt ist... geht gerade auf jeden Fall. Das war's dann wohl.
Frage ist nur, wie komme ich jetzt raus? Das ist das Problem, ne? Also, ich bin jetzt gerade irgendwie im scheiß Kontrollzentrum. Also geht's hier immer noch, es geht immer weiter hoch. Geil. Die Stadt ist, ja. Fällt die ganze Scheiße da runter, die oben da drauf geparkt war die ganze Zeit über. Eieieiei, da kommt aber ganz schön Müll runter, so ungefähr. Das kriegen die alle Sonnenlicht ab. Krass. Jetzt geht's hier richtig ab, auf jeden Fall. Jetzt passierte die große Sause, so ungefähr. Jetzt wird gerade alles mit Staub auch nochmal geflucht. Ah, ne, Licht auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's immer weiter zurück. Und jetzt ist er schon wieder gleich erster. Geile Sache auf jeden Fall. Yay. Damit seid ihr dann auf jeden Fall schon mal alle frei. Eine Katze hat euch befreit. Jetzt die Wände auch frei, da kommt's noch mehr. Das war's, glaube ich. Das war's. Alle haben wieder Sonnenlicht. Hervorragend. Zack. B12 kann ich noch hinsetzen, ne? Ja. Mann, ich würde gerne B12 mitnehmen. Ich glaube, es funktioniert leider nicht. Schade. Da muss ich irgendwie auch alleine wieder rauskommen, ne? Ich möchte gerne alleine wieder raus. Ja. Wir haben keine Türen, die offen sind oder sowas. Einfach hier mal wieder rauslatschen. Hoffe mal, ich komme jetzt irgendwie wieder raus. Ja, hier ist alles offen. Hallo. Ich hoffe jetzt sieht die scheiß Tür wieder auf. Ja, sie geht auf. Sie geht auf. Ich kann wieder meine Brüder und meine Schwester wiederfinden oder so. Das wäre doch zu nice, wenn ich die wiederfinden würde. Auf geht's nach draußen auf jeden Fall. Nach draußen. Mau, 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 mau. Yeah, ich kann doch normal laufen. Yeah, ich bin wieder draußen. Vögel. Alles Mögliche hier wieder. Geile Sache auf jeden Fall. Und ein bisschen länger auf jeden Fall definitiv gedauert, irgendwann mal hier rauszukommen. Geile Sache. Andere Leute ist auch wieder getroffen. Chillen schön in der Sonne. Alles nice, alles try. Yeah. Yeah, 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 yeah. Finden jetzt die anderen jetzt auf jeden Fall auch nochmal wieder. Karte. Aber es ist schade, dass B12 weg ist. B12 wäre echt ein nicer Dude auf jeden Fall. Da war kaputt gegangen. So. Vielleicht gibt es nochmal ein Wiedersehen mit B12. Das wäre auf jeden Fall auch cool. Das wäre auf jeden Fall auch cool, wenn es nochmal ein Wiedersehen geben würde mit B12. Trophäe Augenöffner, ja. Das war's, okay. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle zugeguckt habt. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten krassen Spiel von, ja, wo Ecto wohl auf jeden Fall zockt. Ciao.